Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play MacPixel. Wieder in der U-Bahn-Station, die jetzt anscheinend über der Erde fährt. So wie sie im Hintergrund gepixelt ist, aber keine Ahnung. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch laut Internet, wie man die Gold kriegt. Nämlich, ja, wir zeigen jetzt die Maschine Schaffner. Wenn man nämlich in einem Gebiet alle Gags sozusagen rausfindet, also alles mit einprobiert. Kapitel 3, Runde 3. Having a Blast. Also wenn man jeden Scherz herausfindet in jedem Level und es schafft, dann bekommt man Gold. Oh. Gott ist tot. Ist ja fast schon Gotteslästerung. MacPixel. Oh, gut, jetzt können wir wenigstens den Teufel auch töten. Oh mein Gott! Ich bin der Teufel. Verdammt! Ich wollte meine die Wahrheit nicht herausfinden. Und jetzt lässt sie mich nicht mehr los. Spring da rein. Was war das jetzt? Hat er da jetzt was reingeworfen? Oh, da schreit aber. Sieht irgendwie verkrampft aus. Oh, eine Atombombe dagegen treten. Ja, das war mal ein Wahl. Das war mal ein Wahl. Gas! Umtreten! Hilft das? Nö. Sprengt sich immer noch in die Luft. Deswegen habe ich auch bei ein paar Leveln Gold bekommen. Oh, Creeper! Kann man schon denken, was hier explodiert. Oh, er streichelt ihn. Das war eine kurze Liebe. Weil ich bei jedem Level eben so ewig brauche, habe ich bei ein paar sogar schon Gold bekommen, deswegen. Hier, Fernseher, du hast Geld. Ach, der hat sich gefreut. Hat sich gefreut im Fernsehen, dass er einen Dollar bekommen hat. Einen Pixel-Dollar. Ich kann nicht mal erkennen, was das war. Hallo, Kochtopf. Das war hier die Explosion, der Kochtopf, weil er zu heiß gelaufen ist. Das da reinwerfen. Okay. Oh mein Gott, meine Kombi ist hinüber. Hat der so ein einziges riesiges Auge oder ist das nur auf der einen Seite? Ach, das ist Pinocchio überhaupt. Da, Pinocchio. Oh je, jetzt kommt der Riesensinken. Jetzt hat er sich tot gehustet. Okay, jetzt wirkt er ein bisschen aggressiv, der Wal. Wenn man es mal so genau betrachtet. Ein Benjo! Oh, kann ich ihn rauswerfen? Kann ich das verbrennen? Ja, klar! Wie gut ich heute bin. Ich werde jetzt mal versuchen, das hier auf Gold zu schaffen. Also hier alles auf Gold. Einfach mal zur Abwechslung. Schmeckt's? Ja, gut. Solange es schmeckt. Einfach mal probieren auf Gold. Das heißt einfach jeden Schwachsinn ausprobieren. Obwohl, viel mehr bleibt hier ja nicht übrig. Mit Gott reden? Kann ich nicht. Nein! Oh! Hat er drauf gedrückt? Wollte ich gar nicht. Langsam bin ich konfus. MacPixel. So. Vergiss immer, dass ich das überspringen kann. Mit denen reden? Bringt nichts. Mit der Kuh reden? Au! Der hat eine Bombe im Arsch. Ach, das überlebt das Haus. Wenn die Bombe oben explodiert, dann ist das Haus natürlich erledigt. Aber wenn sie im Haus explodiert, dann ist das Haus noch ganz. Kannst du mit dem reden? Ach ja, in 10.000 Teile zerfetzt. So, Creeper. Wo war denn hier? Wo ist denn hier noch was? Hier muss doch noch irgendwas sein. Irgendwas? Kann ich da mit dem vielleicht auf die Füße? Ach ja,
Muss man immer erstmal. Oh, da freut er sich. Oder auch nicht. Nein, freut sich nicht. Ja, aber zumindest wissen wir jetzt, die Füße kann man benutzen. In der einen halt ein Wolkensymbol, der andere hat ein ganzes Teufelssymbol. Jetzt! Der ist gerade ein bisschen zickig, habe ich das Gefühl. Haben wir eigentlich nicht da drauf gedrückt. Au. Der hat meinen Fuß. So, jetzt tue ich mal ein bisschen überspringen, weil sonst kommt hier nichts weiter. Genau, Schach und Matt. Komm schon, Gold. Ja, Gold. Das war Nummer 1. So, und jetzt gib das bitte Gott. Bringt das was? Jetzt hat er einen Blitz abbekommen. Und ich habe nicht ganz kapiert, wieso jetzt hier gerade eine Explosion war. Das war mir nicht ganz klar. Mir ist es immer noch nicht klar. Was passiert jetzt? Da hat er Pfeffer in der Hose. Sollte ein bisschen jucken. Ja, so sieht's aus. Komm, tanz uns den Captain Hook. Tanz in uns, tanz in uns. Bisschen Pfeffer darauf. Nein. Alles, was mit der Bombe zu tun hat, ist blöd. Ah. Der versteckte Gaumen. Und alles rausgenäst. Sollte sogar Gold geben. Oder? Komm, Replay. Nein, nicht mal. Dann haben wir noch was übersehen. Geben wir mal das Serum dem Teufel. Ah ja, das hatten wir schon. Das war sogar die erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Wenn ich das dem gebe. Schön, jetzt hat zumindest er einen Blitz. Er hat eine zündende Idee. Nein, der war jetzt schlecht. Nächstes Mal, wenn ich einen Witz habe, sollte ich mir den besser überlegen. Ach ja, ich kann noch so drauf. Da. Genau, das ist eine Lampe. Ein Lampenzäpfchen. Ah, jetzt habe ich Gold. Brauche das Level gar nicht mehr fertig machen, wenn ich das habe. Okay, hat nichts gebracht. Ist immer noch explodiert. Und es fehlt mir immer noch was. Nein! Habe ich das schon? Nein, das habe ich noch nicht reingeschüttet. Da sind jetzt drei Kinder rausgekommen. Wieso sind da drei Kinder rausgekommen? Versteh's nicht ganz. Stecken wir die Antenne noch der Kuh in den Arsch? Ja, macht das sogar wirklich. Teletubby-Kuh. Kommt ein Fernseher auf der Brust. Oh, Gold zweimal. So, da funktioniert denn jetzt. Vielleicht die Tür verwenden? Nö. Ja, das hatten wir schon. Das war das normale Ende eines komischen Dings. Was bin ich mit dem Normalrede? Ah! Hat mich ganz doll lieb. Gold? Ja. Und dann fehlt noch Fenster? Ja, Fenster. Gut, Feuer ist angefacht. Wonderful. 100%. Ich glaube, hier mache ich mal 100%. Hier in Welt 3. Oder ich mache es in 4. Ich mache es in 4. Dann gehen wir jetzt in 4 rein und machen dort alles auf Gold. Weil da muss ich mir jetzt nicht neu erinnern an irgendwas, sondern kann direkt das spielen und dann kommen wir direkt zum Speziallevel. Runde 1. Kapitel 4, Runde 1. Nuklear Tripping. Pixel saves the day. Oder Eiffelturm. Der steht nicht mal lange. Mon amour. Bringt dir gar nichts. Hä? Übersehe ich hier gerade was, oder? Okay.
Bei dem an verschiedenen Körperteilen. Ah, da hat man einen schönen Hut. Toll. Hä? Da konnte ich doch gar nichts machen. Ah, das sind wieder die drei Teufelskinder, okay. Wir müssen haben. Du vielleicht. Godzilla. Okay. Ach ja, mein Kopf hast du vergessen. Stimmt. Oh! Das sieht nach Explosion aus. Ich dachte jetzt fast schon, das wäre richtig. Ja, langweilig. Dynamit. Mumie. Ich muss es probieren. Bringt natürlich nichts. Fuß? Hand? Kopf? Brust? Bein? Sind ein bisschen kleine Level. Hä? Ich kann noch gar nichts mehr drücken. Oh, Guy Fawkes. Die Revolution. So irgendeine Art. Ah, 1%iger Alkohol. Stark. Das war richtig? Wie lahm war denn das jetzt? Das hatte ich auch noch nie, auf Anhieb. Low Oxygen, okay. Ist bestimmt gut so. Okay, keine Explosion, wir sind gegen einen Meteor gekracht. Das Haus tanzt mit. Oh, Mr. President. Oh mein Gott. Mr. President. Oh. Wie können Sie nur? So, wo soll man jetzt hier bitte drücken? Erklärt mir das einer. Da, der hat eine Mütze. Schön, dass der eine Mütze hat, aber ich kann hier... Ich sehe jetzt auch nichts Auffälliges sonst. Hä? Hä? Was soll ich denn tun? Hier, nimm das Kind. Nam, 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 nam. Stadt explodiert trotzdem. So, Pyramide. Ach ja klar, hier ist ein Geheimding. Da soll mal einer drauf kommen. Hinter dem einen ganz in der Mitte. Ich glaube, das hilft uns nicht beim Überleben, wenn der sich dreht. So, und diesmal schmusen wir nicht rum. Wir spielen Poltergeist. Was macht der da? Ich glaube sogar, das war richtig. Ja, es war richtig. Wieso auch immer. Jetzt mal ernsthaft. Ach ja, klar. Bringt das was? Nö. Aber schon zumindest mal was Neues. Und das Kind? Schmeckt bestimmt gut. Das Kind hat Godzilla gefressen. Das ist gruselig. So. Komm schon. Bombception. Klar, weil die eine Bombe explodiert, kann die andere nicht mehr explodieren, ist klar. Ist klar, ne? Lege ich das mit mir auf den drauf. Toll, jetzt hat er... nackten Hintern. Hilft uns bei dem Leben retten nicht wirklich weiter. Von dem kann man rausreißen auf einmal. Ich sehe noch die Füße. Nö, schlägt immer darauf. Eigenartig. Franzosen sind schon komisch. Fenster einschlagen. Hilft bestimmt. So. Kann er jeden Pfosten nehmen. Theoretisch. Einfach mal überall hindrucken.
kann man hier eh nichts machen. Als einfach überall hinzudrücken. Franzose ist wirklich schwer. Muss ich einmal zugeben. Low Oxygen, weil es am Boden liegt. High Oxygen, wenn es hoch ist. Klar. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwas. Irgendwas muss hier doch sein. Soll ich jetzt mit jedem von den Pfosten einmal schlagen oder was? Ich weiß, welcher der richtige ist. Nein! Das war falsch. So, fangen wir mal da hinten an.